Wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beim letzten Video habe ich ja dargestellt, dass es nicht sinnvoll ist, die Pixel immer mehr zu verkleinern, weil eben der Zerstreuungsgrad des Objektives hier gewisse Grenzen setzt. Nun schauen wir am Anfang dieses Videos mal rüber zu den Handys, weil hier hat sich in den letzten Jahren ja extrem vieles getan bezüglich der Bildqualität. Und da war das Verkaufsargument oftmals Megapixel, obwohl die Strukturen ja sehr, sehr klein sind. Also da müsste ja dieser Effekt noch stärker zum Tragen kommen. Wenn wir als erstes ja mal das iPhone 7 anschauen, ein etwas betagteres Handy, und es hatte seiner Zeit entsprechend eben 12 Megapixel. Und wenn wir jetzt nun das hochaktuelle iPhone 13 dagegen stellen, dann müssen wir feststellen, okay, es hat drei Kameras, aber die haben alle auch nur 12 Megapixel. Also von Apple kommt die Argumentation, dass mehr Megapixel bessere Bilder machen, ganz sicherlich nicht. Was wirklich deutlich sichtbar ist, ist, dass völlig neue Objektive und Objektivkonstruktionen letztendlich hier bei dem Handy sind und hier die zur Verbesserung der Bildqualität führen. Und selbst wenn wir jetzt die große Konkurrenz anschauen, und dann sehen wir, dass nur bei der Hauptkamera eben ein 104 Megapixel Sensor verbaut ist. Die anderen Kameras, die haben 10 und 12 Megapixel. Ja, und selbst wenn wir dann wirklich mal das im Detail analysieren und wie die das beschreiben, dann sagen die auch, okay, sie nehmen 4 Megapixel zusammen, um letztendlich dann eben das Bild zu berechnen. Also auch das lauteste Verkaufsargument kommt eben an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht vorbei. Das, was aber alle Handyhersteller wirklich betonen, ist, dass die Verbesserung der Bildqualität vor allem durch bildbearbeitende Kamera, durch Software erfolgt. Und die Verbesserung der Bildqualität durch Software, das ist das, was wir jetzt bei unserem Negativ auch als nächstes machen. Schauen wir uns jetzt einmal den Scan an. Nun, wir sind jetzt gleich im Positiv, weil beim Scan wird eben das Negativ gleich in ein Positiv umgerechnet. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen zum dem Negativ, das wir auf dem Leuchttisch hatten, da hatten wir gesagt, okay, hier oben den Schatten, da gibt es kaum Zeichnungen, das haben wir hier jetzt eben auch. Und auch hier in den Lichtern, da sind wir jetzt wirklich so grenzwertig, also da sieht man hier jetzt mal kaum diese Butzenscheiben. Schauen wir uns jedoch zuerst einmal die Scan-Daten an. Gescannt wurde praktisch mit 2000 Pixel pro Zoll. Und wir haben jetzt eine hier 9350 Pixel und hier 7381 Pixel. Das heißt, wenn wir jetzt das 9300 mal 7300, dann bekommen wir hier jetzt ein 69 Megapixel Bild. Für eine XXL Vergrößerung ist das zu wenig. Auch die Auflösung von 2000 DPI, also Pixel pro Zoll, ist praktisch nicht allzu groß. Das sehen wir nachher auch, wenn wir hier jetzt mal so reinzoomen. Ja, dann sind wir hier jetzt so bei der Pixel, da sehen wir jetzt hier die Pixel. Und naja, ich will mal so sagen, wir sind bei der Pixelgröße ungefähr auf Korngröße. Ja, also viel feiner ist das nicht. Der erste Schritt, was wir jetzt nun machen, ist eine Interpolation. Wir rechnen also praktisch hier, wenn wir jetzt hier so dieses Pixelbild haben, wir rechnen da immer ein Pixel dazwischen rein, und zwar ein Pixel in der Höhe und in der Tiefe. Das heißt, wir bekommen nachher praktisch vierfache Anzahl. Also es wird also immer ein Pixel dazwischen reingerechnet, und wenn es das 20% grau hat und das hat 40% grau, dann wird eben da dann ein Pixelbild, ein Pixel mit 30% dazwischen gerechnet. Und diese Interpolation, die könnte man jetzt hier im Photoshop machen, aber dafür nehme ich ein anderes Programm,
und zwar das Programm Photozoom. Warum also Photozoom? Ich habe vieles ausprobiert, Plugins, Spezialprogramme und so weiter. Photozoom hat wirklich einige Vorteile. Also A, es ist sehr übersichtlich, es hat eine gute Stapelverarbeitung drin. Es ist sehr schnell, weil es wirklich alle Prozessoren bei einem Mehrprozessorrechner anspricht. Und vor allem, es hat eine sehr gute visuelle Kontrolle. Wir haben jetzt hier 200% Berechnung eingeben, also das ist es dann, wie es dann später wird. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, das berechnen zu lassen. Also JPEG, Artefakte, Fring oder sowas. Das, was wir jetzt haben, wenn wir jetzt hier das Foto extra detailliert machen, und ihr seht, er berechnet das jetzt hier jetzt, und dann sehen wir schon, ups, das ist jetzt also eher so grobkornig, kriselig. Ne? Das mag jetzt sagen, bei der Landschaft, diese Härte und so weiter, ja, ganz gut passen, aber bei Architektur, probieren wir es mal hier jetzt mit weich, und dann sehen wir doch, das wird jetzt hier sehr viel, ja, homogener. Und das ist ja so, jeder kann jetzt noch ein bisschen, man kann hier das noch etwas feiner abstimmen, aber für uns reicht es einfach mal, dass wir sagen, okay, wir berechnen das jetzt hier tatsächlich einfach mal mit der Voreinstellung Foto weich und dann heißt es einfach mal speichern, ja, und ja, PC2 machen wir einfach mal und speichern das und ja, und er berechnet jetzt praktisch aus diesem, ja, 69 Megapixel Bild, berechnet er jetzt ein 260 Megapixel Bild oder sowas. Das dauert hier jetzt, ja, 3 Minuten und währenddessen können wir ja noch schnell einen kleinen Sidestep machen. Diese Interpolation, also das Hineinrechnen von Pixeln, das muss ich ja nicht auf diese Negative beschränken, sondern das kann ich bei allen meinen Aufnahmen machen. Also beispielsweise, ja, ich habe noch hier so eine Olympus M1, also im Studio im Einsatz. Also das ist jetzt nicht eine Kamera, mit der ich jetzt unbedingt filmen möchte, aber für Studiofotografie, vor allem eben für Produktfotografie, für Webshops und so weiter, ist das noch ein richtiges Arbeitspferd. Ich kann natürlich jetzt hier aus diesem 16-Megapixel-Bild von dieser Kamera, ja, mit Photozoom innerhalb von wenigen Minuten ein 64-Megapixel-Bild berechnen. Und die Qualität ist wirklich okay. Vor allem ist es ja auch so, sie ist reproduzierbar und sie ist kontrollierbar. Und das ist also schon ein großer Vorteil. Und vor allem, es ist völlig unabhängig von Objektivaufnahmesituationen. Das geht einfach mit jedem Bild. Und es ist natürlich jetzt eben schon die Überlegung, ja, investiere ich jetzt in 1500 Euro in ein neues Gehäuse oder ein Zehntel davon in Software. Ja, nun haben wir das Bild neu berechnet und wenn wir jetzt diese Bilddaten, die Bildgröße hier anschauen, sehen wir, okay, wir haben jetzt 18.700 Pixel mal 14.700 Pixel, wenn wir das nachher noch ein bisschen beschneiden, dann liegen wir dem dann eben zum Schluss so ungefähr bei 250 Megapixel Bild. Und das ist dann schon ausreichend, um auch eine XXL-Vergrößerung nachher zu machen. Ja, schauen wir es uns noch mal kurz im Detail an. Also das war jetzt ja der ursprüngliche Scan, ja, im Detail. Und das PC2, das war das, was wir jetzt berechnet haben. Also man sieht jetzt hier schon, also da ist alles sehr viel feiner, aber es ist doch sehr detailliert und jetzt sind wir auch so, dass wir sagen können, ja, also jetzt ist die Pixelgröße deutlich kleiner als das COM. Und das ist etwas, was eigentlich schon notwendig ist, um nachher detailliert arbeiten zu können. Nun, das, was jetzt dann kommt, ja, das ist, ja, das ist Retusche. Das ist also solche Sachen, die müssen jetzt eben noch heraus. Da müssen Sie eben dann wirklich mit Photoshop-Retusche-Werkzeugen dann einfach arbeiten. Also das ist jetzt wirklich eine
grauselige Arbeit. Und die dauert auch wirklich mehrere Stunden. Aber sie haben echt keine andere Möglichkeit, weil in so einer Großvergrößerung sehen sie wirklich alles. Das heißt also, jetzt gilt es einfach zuerst einmal Zeile für Zeile durchzugehen und das Bild zu retuschieren. Im nächsten Video, da geht es jetzt eben darum, ja, wenn man das hier ist jetzt der Scan, den wir hier haben. Und wie kommen wir dann hin, dass wir hier so ein Bild draus machen, das hier jetzt, ja, wunderschöne Zeichnung hier oben hat, eine richtig schöne Lichtstimmung. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir nachher auch sehr schön das Butzenfenster. Also da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun.